Mann, ist das langweilig. Und irgendwie will der Tag nicht kommen. Der schleicht so heran da. Please hold the line. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Wir konnten sie nicht mit einem Service. Leiter unserer Support-Abteilung verbinden. Bitte versuchen Sie es doch später noch einmal. Das ist ja immer auch so geil bei diesen Service-Hotlines. Wo ist Ihr Wohnort? Berlin. Ich konnte Sie leider nicht verstehen. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Wo ist Ihr Wohnort? Berlin. Bitte, ich konnte Sie leider nicht verstehen. Bitte versuchen Sie es doch später noch einmal. Und dann, wo ist Ihr Wohnort? Entenhausen. Ich verbinde sie mit der Zentrale Ebernahen oder so ein Scheiß. Gibt es überhaupt Firmen in Ebernahen? Kennt überhaupt jemand Ebernahen? Ich weiß gar nicht, wo das ist. Irgendwo hier in der Nähe. Nein, das ist nicht in der Nähe, das ist ganz weit weg. Nein, ich weiß gar nicht. 20 Kilometer, vielleicht 80, vielleicht 360. Also ich habe ja auch auf YouTube genau angegeben, wo ich wohne, ne? Mit meinen 273 Kilometer weiter rechts. Stimmt auch auf den Meter genau. Ich habe das wirklich ausrechnen lassen. Hier geht's auch nicht mehr weiter. Tja, brauchen wir das ja schnell noch ab. Wir haben uns gar viel zu viele Spitzhacken gemacht. Fällt mir gerade mal so ganz nebenbei auf. Hier noch mehr, noch mehr, Mann. Hier ist nicht mehr, 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 mehr. So, hier hoch. Ja, hier hoch. Übrigens wohne ich nicht in Ebernhahn. Und ich wohne auch nicht in Berlin, nur so ganz nebenbei. So, aber ich renne jetzt wegen den Creepern. Den holen wir uns einfach mal. Haben wir noch genug? Ja. Sollte reichen. Ich bin ja eigentlich gegen Gewalt, aber er hatte so eine Fresse, das kann man nicht ertragen. Und da hinten ist auch ein Reh, ein süßes. Mal gucken, ob wir das irgendwie auf den Bobbes klatschen können. Mit dem Schwert. Nein, auch schade. Bleib doch. Renn nicht weg. Es rennt weg. Fieses Ding. Da, 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 komm schon. Perfekt, auf zu Gerberei. Heißt das so oder war die Gerberei, die Gerberei, die Gerberei? Ja, ich glaube, das war die Gerberei. So, das töte ich jetzt tatsächlich. Bin ja eigentlich gegen Gewalt, aber es geht jetzt. Und da war ein Kaninchen. Aber das droppt nämlich meistens viel Fleisch. Manchmal sogar drei. Na, ja, diesmal nur eins. Okay. Schade, schade. Und da hinten ist jetzt auch ein Vogel. Und jetzt müssen wir Heim finden. Da oben ist das Ding, sehe ich das richtig? Perfekt, dann ist unsere Heimat in diese Richtung. In den Badlands. Gerade ich selbst. Gerade ich selbst. Das müsste man mal machen an der Bushaltestelle. Das wäre bestimmt gut. Wenn irgend so eine Krähe rumkräht und man dann sagt, halt's Maul, Junge, selber. Mal gucken, wie die Leute angucken. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Aber ich bin es mir zu peinlich, weil ich ein Angsthase bin. Also probier das mal einer von euch aus. Das ist bestimmt total cool. Die sind bestimmt beeindruckt, wie ihr dem Einhalt gebietet. Das ist wirklich. Die werden euch alle verehren. Und der Grassmod bevölkert hier so viel. Das sieht ja unglaublich aus. Unglaublich nervig. So, irgendwo in dieser Richtung. Hier muss auch unser Haus sein. Ungefähr. Ich gehe mal auf den Hügel hier. Deswegen bin ich auch extra morgens gestartet. Weil wir das Haus jetzt sowieso nicht so schnell finden. Sollen wir mal Blümchen? Ja, komm. Ein leeres Inventar können wir uns leisten. Zwei Blümchen. Drei Blümchen. Ich kann so toll singen. Ja, ich kann ganz toll singen. Ich werde auch sofort aufhören.
irgendwelche blöden Spiele zu Let's Playen, was ja keiner sehen will. Ich fange direkt an und das sieht auch geil aus hier. Ich fange jetzt direkt an zu sterben. Nein, ich fange jetzt direkt an, irgendwie voll die Musikkarriere einzuschlagen, ne? Autsch. So, dann werden wir davon doch eins vernaschen. Ach du Scheiße. Ein Grund mehr. Uiuiui, hast du mich erschreckt, Kollege. Kein Problem. Ich kill dich doch gerne, lieber Creepy. So, wir müssen aufpassen. Hier unten spawnen die Viecher. Weg, weg, weg. Und wir müssen aus noch einem Grund aufpassen. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Okay, das bedeutet, und da ist noch einer. Wir rennen hier hoch. Wir rennen hier hoch, wir rennen hier hoch, wir rennen hier hoch. Ganz, 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 ganz schnell. Wenn ich sage schnell, meine ich auch schnell. Danke. Lässt doch mich mal durch. Oh, ein Fuchs. Wisst ihr, was für Spuren der hinterlässt, Kinder? Och nö, jetzt hat sich mein Gott aufgehoben. Nein, hat es nicht. Wir speichern mal, um sicher zu gehen, dass es das auch nicht tut. So. Damit, das wäre mir dann doch zu unangenehm. Und Mist, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Warte mal, da hinten ist das schwebende Ding. Och, scheiße. Och, Menno. Och, Mist. Und es hängt schon wieder. Das gefällt mir nicht. Gleich stürzt er wieder ab, das Mist. So, und wir ziehen uns gerade noch mal ein paar Maden rein. Ja, so, Mensch, Mist. Njam, 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 Kinder. Und wir ziehen uns direkt nochmal mehr davon rein. Tatsächlich, wir sind in die falsche Richtung gerannt. Oh Mann. Oh Mann. So, hier ist das komische Ding. Da ist der riesige See. Ja, so riesige sind auch wieder nicht, aber da ist er halt. Hier hoch, dann waren wir da entlang gerannt. Gerangen. Okay, wir sind hier entlang gerangen. Waren wir auch hier entlang gerangen? Ich glaube, wir sind hier entlang gerangen. Ja, sind wir. Zum Glück bin ich nicht da hinten entlang gerangen. So, jetzt rangen wir erstmal zur Workbench. Und wenn wir dahin gerangt sind, dann craften wir uns irgendetwas und rangen irgendwo anders dahin. Okay, der Witz ist ausgelutscht. Der ist so ausgelutscht. Irgendwie, der schmeckt schon voll nach Sachen. So, erstmal lagern wir hier. Okay, erstmal lagern wir hier unsere wertvollen Gegenstände ein. Zum Beispiel das hier und das hier. Die nehmen wir auch mit, weil wir jetzt auf Erkundungstour gehen, mehr oder weniger. Hier haben wir noch ein Crafting Table drin, den nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit, das nehmen wir mit. Und dann sortieren wir mal ein. So, die Rohstoffe. Rohstoffe. Graben einfach mal da rein. Die Erde auch. Die Wolle auch. Sieht jetzt auch total ordentlich aus hier, aber egal. Totally egal. So, da brauchen wir... Mensch, was habe ich denn heute? Ich werde wohl abkacken, ist so. Ach, hat genau gepasst, das ist ja toll. Hier müssen wir auch noch irgendwas machen. Dann kommen hier die Dinger rein. Ja. Das behalten wir mal bei uns. Das behalten wir auch bei uns. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Und der Rest bleibt bei uns. Zumindest vorerst. Also er kommt nicht in diese Kiste da. So, hier kommen die Werkzeuge, haben wir da noch welche, die wir nicht brauchen. Das war auch falsch gerade geklickt, aber egal. Die Seeds kommen in die Kiste da hinten. So, hier. Das hier kommt hier hin. Und hier. Und dann schmelzen wir den Kram ein. Ach, da ist noch genug drin. Ja, perfekt. Das schmilzt dann schon mal.
Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Und das und sogar. Wisst ihr was? Nee, das lassen wir hier. Das nehmen wir mit. Das lassen wir auch hier. Das lassen wir hier. Ja. Das passt mir schon ganz gut so. Erstmal sortieren wir jetzt hier hinten ein in die Krimskramskiste Nummer 2, die wir auch noch vergrößern müssen. Passt. Dann sortieren wir hier noch was ein, nämlich das hier. Dann überlegen wir uns Mobil. Kommen wir eigentlich hier, oder? Haben wir noch Platz? Haben wir. Dann kommt hier die Kohle hin. Zumindest vorerst. Später haben wir davon so viel, dass die gar nicht mehr hier reinpasst. Hoffentlich. Dann kommt hier. Nein, da hinten. Ach, es ist aufwendig, da und hin und her zu rennen. Und die Tür sollte eigentlich schon alleine zugehen. Mistding. Machen wir so. Machen wir so. Das eine lassen wir natürlich drin. Das kommt dann auch hier hin. Ja. Brauchen wir sowieso zwei Dinger. Mindestens. Dann kommt das auch hier hin. Da haben wir direkt mehr Platz. Den Crafting Table stellen wir uns perfekt. Stellen wir uns hier hin. Doof. Da wird es auch schon Nacht draußen. Dann machen wir den lieben Monster mal die Tür auf. Außerdem kommt es mir hin irgendwie zu dunkel vor. Ich will kein Risiko eingehen. Da ist hell genug. Dann legen wir uns mal ganz entspannt. Nein, erst legen wir noch unser schweres Schwert ab. Ansonsten können wir wieder nicht einschlafen, wenn wir das in der Hose haben. Und dann legen wir uns hin. Autsch, der Pfeil. Oh, Mistding. Okay, dann nehmen wir das Schwert wieder mit. Und dann nehmen wir noch etwas mit. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Ja, die nehmen wir ganz bestimmt mit. So, das ist jetzt eine echte Denksportaufgabe hier. Wie ein Portal. Wir haben gerade den Raum gesetzt, also das Level sozusagen. Und jetzt müssen wir es auch noch lösen. Und unser Ziel ist es, ein, was auch immer, Dinge zu craften. Ein Dingensdinge. Acquire Hardware. Eine Axt zu craften, damit wir wieder Holz sammeln können. Das ist gar nicht so leicht, wie es sich anhört. Puh, ganz langsam. Okay, das sieht schon gut aus. Yeah. So. Dann rennen wir raus aus dem Haus. Töten das Schwein. So, und passt natürlich auch immer auf, dass noch keine Creeper gespawnt sind, die uns gleich belästigen. Scheint aber nicht so zu sein. Das ist auch gut so. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut. Und dann rennen wir direkt wieder rein, weil wir es vergessen haben. Wir wollen nämlich auch noch nachpflanzen. Und zwar direkt. Nein. Nein, ist ja klar wieder hier hinten. Nein.